Deswegen hallo und herzlich willkommen sagen. Mein Name ist Felix Behm. Heute geht es darum, wie man als Vertriebsmitarbeiter, als Führungskraft oder auch als Vereinsvorsitzender eine erfolgreiche Firmen- oder private Präsentation hält, ohne seine Mitmenschen mit stinklangweiligen Methoden zu quälen. Und dazu habe ich heute mal wieder einen exzellenten Rhetoriktrainer und Speaker bei mir zu Gast, Matthias Böhm. Die Presse bezeichnet ihn als Deutschlands besten Rhetorik- und Schlagfertigkeitstrainer. Matthias Böhm ist Rhetorikexperte, Bestsellerautor, Trainer und Speaker. 1990 hat er ein Schlüsselerlebnis, als er bei einer Betriebsversammlung unvorbereitet zum Reden aufgefordert wurde. Ich glaube, da hatten wir wohl das gleiche Erlebnis. Das ging mir nämlich auch so. Knallrot mit bebender Stimme und schweißnassen Händen stammelte er unkontrolliert etwas daher. Und das war dann der Auslöser für, wie ein Besessener, Rhetorikkurse zu besuchen, immer wieder Gelegenheiten zu suchen, öffentlich zu reden. Und im Vorfeld, da hat er mir auch schon erzählt, dass er aufgrund dieses Erlebnisses dann gleich in 2 Toastmaster-Clubs eingetreten ist. Und viele der Zuschauer sind ja heute auch Toastmasters, also Mitglieder dieses Rhetorikclubs. Und da gleich als erstes der Hinweis, aber stehen noch mehr Infos in der Beschreibung, die Übersicht aller Toastmaster-Clubs, die findet ihr übrigens zum Beispiel auch bei ihm auf der Webseite unter rhetorik-seminar-online.com. Kommen wir aber sicher später nochmal dazu. Eine Sache finde ich auch noch sehr interessant und die führt schon sehr auf das Thema hin, nämlich er ist Gründer der Anti-PowerPoint-Partei. So, da lässt sich schon vermuten, was Präsentation nicht unbedingt beinhalten soll. Aber auch das werden wir gleich nochmal im Detail besprechen. Ich darf erstmal Hallo sagen und freue mich auf ein spannendes Interview. Hallo Herr Böhm, alle da draußen, ich grüße euch recht herzlich. Ja, vielleicht kurze Info noch, wenn ich zwischendrin einmal den Kopf senke, dann schreibe ich mit, was Sie alles so sagen. Vielleicht nochmal die ein oder andere Nachfrage, nur dass jeder weiß, was der Herr Behm da wieder macht. Jetzt habe ich eine ganz interessante Zahl gefunden, und zwar, dass jeden Tag ungefähr weltweit 30 Millionen Präsentationen gehalten werden. Und ich bin mir sicher, eine Vielzahl davon, die wird garantiert unerträglich sein, von denen die gehalten werden. Wenn ich jetzt Mitarbeiter von einer Firma bin, eine Präsentation über ein neues Projekt oder irgendwas halte, vorstelle, was sind die Voraussetzungen, damit diese Präsentation überhaupt ein Erfolg wird? Also auf was kommt es denn da grundsätzlich erstmal drauf an, bevor wir gleich Schritt für Schritt in die Details gehen? Ja, also da könnte ich jetzt schon eine Stunde reden. Also das ist ja praktisch der ganze Inhalt, was Rhetorik ausmacht. Also eine der wichtigsten Dinge ist Körpersprache. Das wird gern als Schlagwort von vielen benutzt, aber diese Körpersprache besteht in der Hauptsache aus den Händen und den Armen. Und es ist, also meine Erfahrung im Laufe der Zeit, es wird zwar immer gesagt, Mimik würde eine Rolle spielen, aber das ist nicht meine Erfahrung. Ich habe die Teilnehmer, die versuchen mit Mimik irgendwas zu machen, das geht immer in die Hose. Also im Gegenteil, also meine Erfahrung ist die, dass man auf Mimik sogar, ich muss viele meiner Teilnehmer korrigieren, weil die zu starke Mimik haben und das lenkt ab und das ist dann auch Schauspiel. Na, wenn die zum Beispiel sagen, das sieht man jetzt im Podcast nicht, ja, das jetzt mal gucken, ja, und das war dann ein großes Event, und dann ziehen sie die Augenbrauen so hoch und dann will ich die Gegenprobe machen, dann sind wir die Augenbrauen unten und sagen dasselbe, das ist dasselbe und dann klingt das plötzlich besser. Das war ein großes Event. Da habe ich mehr Präsenz, mehr Prägnanz, anstatt eine gesteuerte Mimik oder auch es gibt so Dauerlächler, das gehört auch zur Mimik. Das steht in Büchern, ja, man soll lächeln, das wäre dann sympathisch und dann wäre auch das Anliegen sympathisch und das stimmt einfach nicht, weil das sieht dann verkrampft aus, als ob einer einen Knieschuss hat. Also vor allem, wenn man was Ernstes sagt, ne, da hatte ich so eine Teilnehmerin, die sagt, ja, also ich bin Marketingabteilungsleiterin und wir haben ein neues
Konzept entwickelt für jetzt Gigaposter. Die wollen wir aufhängen in der ganzen Stadt. Und hat gelächelt und gesagt, hören Sie auf zu lächeln, das geht nicht. Also Mimik, Vorsicht, ich zähle es zur Körpersprache, aber ich sage Mimik, lass sein lassen. Natürlich, ein bisschen Mimik hat jeder, aber schauen Sie mal, wie unbewegt, wenn man das in diesem Video sieht, mein Gesicht und auch ihr es ist, obwohl sie jetzt beißen ein bisschen mit den Lippen, das würde ich dann nach sagen, auch sein lassen, aber na, man lässt das, je unbewegter, umso besser. Na, ab und zu, klar, da lächle ich auch mal, aber es kommt von innen, aber ansonsten bleibe ich cool und habe eine höhere Präsenz. So, das war jetzt schon ziemlich lang, aber einer der wichtigen Dinge ist Körpersprache, aber das sind meistens die Hände zählen dazu. Da noch den Stand. Ich bin kein Freund von Bewegen. Natürlich hin und wieder, also laufen. Viele Tiger, ja. Das lenkt ab. Also es ist nicht, also es gibt gute Redner, die laufen, aber die Gegenprobe wurde nicht gemacht. Bleiben Sie mal stehen und sagen dasselbe. Okay, also muss man aufpassen, genauso wie PowerPoint, das sagen auch, ich habe einen Vortrag gesehen, da war PowerPoint dabei, der war gut, der Typ. Und das wird rückgeschlossen, es war wegen PowerPoint. Gegenkurve wurde nicht gemacht. Ja. Lassen wir es dabei vielleicht mal bewenden. Haben Sie noch mehr Fragen? Ja. Das sind sicher viele kleinere Faktoren, die zu einem größeren Problem führen, nämlich letztendlich, dass die Botschaft oder das, was präsentiert werden soll, nicht ankommt beim Zuhörer oder vielleicht auch falsch verstanden wird. Ich will da mal in ein paar Themen so ein bisschen reinspringen und einmal vielleicht am Anfang so auch auf die Sprechweise, auf die Sprache gehen. Nämlich, wie spreche ich denn eigentlich, wenn ich von was wirklich überzeugt bin? Und in dem Beispiel, was ich gerade genannt habe, geht es ja darum, ein neues Projekt vorzustellen. Ich will die Mitarbeiter ja wirklich mitreißen. Ich will, dass sie in diesem Projekt jetzt 100% geben. Meine Aufgabe als Führungskraft ist es, dass ich das so präsentiere, dass es auch wirklich überzeugend ankommt. Wie spreche ich denn dann? Wie ist idealerweise Sprechweise, Sprechtempo, Pausen? Also, das meinten Sie mit Sprechen, ja. Ja, also es ist so, das Wichtigste beim Sprechen sind zwei Elemente. Und das eine ist, ich muss beim Ende meines Satzes die Stimme immer absenken. Und das erlebe ich da bei vielen Teilnehmern, die machen das nicht. Ne? Also, guten Tag, meine Damen und Herren. Okay, zunächst mal schön, dass Sie alle da sind. Unser heutiges Thema ist innerbetriebliches Controlling. Okay, ich übertreibe jetzt, ne? Über innerbetriebliches Controlling. Im ersten Teil meines Vortrags gehe ich zunächst auf die Historie ein. Die Leute, gerade wenn Nervosität da ist, sie merken das nicht. Okay, also die Stimme hängt immer oben. Also sie geht, ich habe es jetzt mal bewusst übertrieben. Das merken die Leute gar nicht selber. Und das ist eine Aufzählungsbetonung und das wird dann oberlangweilig. Es wird mühsam, dem zuzuhören, weil das so eben Aufzählung ist. Und jetzt kommt noch was ganz Interessantes, was auch ein rhetorischer Irrtum ist. Man hat den Schülern, also in der Schule bringt man denen bei Fragen, würde man die Stimme hochziehen. Und das stimmt leider nicht. Also wenn man ein Ziel hat, und mein Ziel ist selbstbewusste Wirkung und Meinungsführerschaft. Okay, jetzt mache ich mal die Gegenüberstellung. Erste Variante, wie viele Mitarbeiter haben Sie? Oder wie viele Mitarbeiter haben Sie? Was wird selbstbewusster? Eindeutig. Also da gibt es sehr, sehr viele rhetorische Irrtümer. Übrigens, wen das interessiert, der kann mal googeln. Ich habe die mal alle gesammelt. Ich bin auf, glaube ich, 40 gekommen. Da wird ein Zeug gelehrt, das nie jemand ausprobiert hat. Ja. Also man kann googeln, rhetorische Irrtümer, erstes Suchergebnis oder das zweite ist dann meins. Und da habe ich mal gesammelt, da gibt es also eben dieses, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, ist ein Irrtum. Das stimmt nicht, wenn man es ausprobiert. Ne? Man macht die Gegenprobe nicht. Natürlich ist auch mal ein Bild schön, ja. Aber ich bin beim Präsentieren und ich habe festgestellt, wenn ich ein Bild oder ein Foto mit Worten beschreibe und das Foto danach zeige, werde ich in 99 von 100 Fällen, hat meine Textbeschreibung eine höhere Wirkung als das Foto selber. Das muss man nicht glauben, das muss man ausprobieren. Also ich kann das gilt nicht nur für mich, das gilt für jeden. Also ein Bild sagt nicht mehr als 1000 Worte, wenn Wirkung das Ziel ist. Rhetorische Irrtümer, okay, das ist super interessant. Habe ich mir gleich aufgeschrieben, werde ich. Ja, genau.
Werde ich mal reinschauen. Gibt es sonst noch was zu sagen, wenn man jetzt beispielsweise auch Zahlen präsentiert, man steht da vor der Gruppe von Mitarbeitern und spricht da in einem Duktus durch, es sind 5% mehr Gewinn dieses Jahr und 4% mehr Verlust und dann waren noch 15 und 20 und ein Haufen Zahlen, aber am Ende weiß keiner mehr eigentlich, was derjenige gesagt hat. Gibt es da noch irgendwas, worauf man achten sollte, gerade wenn man so bisher präsentiert wird, wie ich es jetzt gerade gemacht habe? Ja, mir ist gerade aufgefallen, ich habe vorher gar nicht den zweiten Punkt genannt. Ich habe gesagt, beim ersten ist immer das Stimme hochziehen, man muss es absenken, immer darauf achten. Und das zweite, das haben Sie aber auch angedeutet, das ist sehr elementar wichtig, Pausen. Die meisten trauen sich nicht, Pausen zu machen. Und in der Pause, gemessen an dem Text, wenn man das misst, liegt eine höhere Wirkung als in dem Text selber. Weil es, vor allem, wenn man dramaturgisch wichtige Aussagen macht, da ist die Pause, ist das, was das Ganze zur werthaltigen Aussage erst macht. Und das gilt für Zahlen oder jede, egal welche Aussage ich mache. Also da gilt dasselbe. Wenn ich sage, ja, wir haben also ein tolles Ergebnis, wir haben also 4,3% plus gegenüber dem Vorjahr, wir haben 13 neue Mitarbeiter. So, jetzt war 4,3% plus. Ja. Das ist gigantisch in Corona-Zeiten. Aber das wurde jetzt nicht. Das hat gefehlt. Jetzt war zwar die Botschaft gesagt, die war irgendwo zwischendrin, aber hatte überhaupt keine Wahrnehmung, keine richtige Wahrnehmung. So, und um das jetzt zu einer Hochwirkung zu machen, muss ich erstmal einleiten. Das heißt, ich muss also nicht nur die Zahl irgendwo unterbringen, sondern ich muss dem eine exponierte Position geben. Und das mache ich sprachlich und dann über Pausen. Und jetzt, liebe Mitarbeiter, sage ich Ihnen etwas, was keiner hier im Saal erwartet hat. Hören Sie hin. Wir haben dieses Jahr ein Plus von 3,4%. Jetzt habe ich das auf diesen Punkt zugeredet und nicht nur irgendwo mal untergebracht. Ich habe einen Vorsatz gesagt, das nennt man Prädeklaration. Das ist eine Botschaft, die ich vor die Botschaft stelle, damit meine Hauptbotschaft überhaupt eine hohe Wahrnehmung hat. Also das gilt für Zahlen wie für wichtige Aussagen. Also auf der Baustelle, das ist das ewige Problem, zieht den Helm auf. Ich habe euch doch mal tausendmal gesagt, ihr sollt den Helm aufziehen und übrigens, wir treffen uns um 8 Uhr. Das ist nicht wichtig. Da muss man das mit Prädeklaration, das ist, also wer das Video gesehen hat bei mir bei Gedankentanken, da mache ich das, zeige ich das, wie das geht. Kann es ja auch gerne wiederholen, wenn Sie wollen. Man muss seine eigene Botschaft aufbauen mit einer Vorbotschaft, um die Aufmerksamkeit zu steuern. Und dann mache ich eben diese Pause und dann sage ich erst meine Zahl oder meine wichtige Aussage. So, und das macht fast keiner. Und es wird in PowerPoint nochmal zum parallelen Mitlesen eingeblendet. Das ist überhaupt keine Überraschung da. Da kommen wir auch gleich noch zu. Ich finde das aber extremst wertvoll, was Sie sagen, weil ich sehe das genauso. Man kommt oft gar nicht auf die Idee, eine sogenannte Vorbotschaft überhaupt zu setzen, um darauf hinzuarbeiten, dass dann mit einer Pause wirklich jetzt das kommt, wo jeder sein Handy doch bitte weglegen soll. In der Worst Case, jeder hat das Handy, aber idealerweise haben die das gar nicht. Aber wenn es so ist, um dann spätestens zu verkünden, ja, was ist es denn eigentlich, worauf es ist. Genau. Ja. Also ja. Wir kennen ja alle diese Besprechungen, wo es wirklich und heutzutage sowieso immer schwieriger fällt, online dann nochmal die Aufmerksamkeit bei den Zuhörern bei einem zu behalten. Das ist sehr, sehr, sehr große Problematik. Also jetzt durch diese Überinflation von online, ich kann es bald nicht mehr hören. Also ich will wieder Leute sehen. Immer, kommen wir mal an eine Konferenz, Video, ne? Und jetzt machen sie sogar Musik mit, hier spielt der Geiger, in Chicago spielt der Pianist, dort spielt der Trommler und ich weiß nicht was, und das ist kein Konzert für mich. Ich bin froh, wenn das wieder aufhört oder nachlässt. Jetzt haben Sie gerade schon angesprochen und da freue ich mich jetzt auch extrem drauf, Präsentationsmedien einsetzen oder nicht. Wenn ja, welche? Und fangen wir gleich mal mit dem Präsentationsmedium PowerPoint an. Ich habe es vorher in der Anmoderation angekündigt. Sie haben eine Anti-PowerPoint-Partei gegründet. Das finde ich ja sowieso schon mal der Knaller. Und Sie sagen auch in Ihrem Vortrag, PowerPoint verhindert Wirkung.
Genau. Jetzt ist die Frage, was meinen Sie damit? Wenn es PowerPoint nicht ist, was dann? Oder soll es nur begrenzt sein? Was ist die Aussage dieses Zitats? Ja, es gibt Alternativen zu PowerPoint. Also ich sage nicht, ich benutze nie mehr, also ich selber benutze kein PowerPoint. Ich benutze PowerPoint, um zu demonstrieren, was PowerPoint für eine Katastrophe ist. Aber so auf der Bühne. Aber im Normalfall, wenn Coaching-Kunden zu mir kommen und die haben dann eine PowerPoint, dann ist das meistens aus 38 Folien bleiben, 3. Okay? Mhm. So, und dann, ich lasse die aber. So, weil gewisse Dinge sind einfach gut, die macht man in PowerPoint. Jetzt, wir können drüber reden, wenn PowerPoint, dann wie, aber erstmal die Alternative. Es gibt zwei Alternativen, die ich herausgefunden habe. Also die erste Alternative ist frei sprechen. Sie brauchen kein PowerPoint. Also wenn Sie sagen, Sokrates hat mal einen wichtigen Satz gesagt, Klick, und dann wird eingeblendet, ich weiß, dass ich nichts weiß. So. Das ist, also ich sag mal, peinlich, weil ich muss das da oben nicht lesen, vor allem, es wird eingeblendet, dann steht noch Sokrates davor, ja, und ich habe es gelesen, ich sage das nochmal. Jetzt kann man das sofort in der Gegenüberstellung austesten. Jetzt machen wir einmal so und das Zweite sagt man ohne irgendwas. Sokrates, einer der größten Philosophen der Menschheit, der hat einmal etwas ganz Starkes gesagt. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich habe eine 5-mal höhere Wirkung gegenüber PowerPoint. Also das ist die erste Alternative. Frei sprechen. Alle eure Textfolien da draußen, wo ihr dann, ich weiß nicht, Bullet Points untereinander schichtet oder irgendwelche Aussagen habt, raus damit, ganz weg und frei sprechen. Auswendig lernen müsst ihr nicht, weil ausdrucken und vor einen hinlegen. Und dann sieht es nur einer und das bin ich und die anderen lesen nicht mehr parallel mit. Also viele, das ist so ein gängiger Einwand, ja, da muss ich mir alles auswendig lernen. Nein, müssen Sie nicht. Einfach ausdrucken und vor einen hinlegen. Und dann kann man's, hat man den Stichwortzettel genauso. Das ist die erste Alternative. Und die zweite ist Flipchart. 5-mal höhere Wirkung als PowerPoint. Das kann ich demonstrieren. Also das sage ich nicht nur so, ja, ja, klingt ein guter Spruch. Ich zeige das. Weil es ist nämlich folgendes Phänomen. PowerPoint zeigt fertiges Zeug. Und es ist kein Mensch, der sich bewegt. Es bewegen sich Bits und Bytes. Und jetzt kommt die wichtige Aussage. Wenn Sie sich nicht selbst bewegen, bewegen Sie auch Ihr Publikum nicht. Nochmal, wenn Sie sich nicht selbst bewegen, bewegen Sie auch Ihr Publikum nicht. Und PowerPoint verhindert Bewegung. Also erstmal stehe ich nicht im Mittelpunkt, sondern da ist das gottverdammte, ständig brennende Bild. Und ich stehe an dem rechten und meine ganze Bewegung ist hier mit einer Fernbedienung. Klick, 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 klick. Und dann schaue ich noch dahin, immer so weg vom Publikum, schaue ich auf die Folie. Das ist keine charismatische Präsentation. So, dann ist das nächste Problem, ich passe mich gezwungenermaßen an die Stichworte an, die da oben stehen. Und das ist ja mein Stichwortzettel. Und dann ist es so, wenn man Bullet Points schreibt, schreibt man in dieser akademischen Bullet Point-Sprache, nur hauptwortlastig. Inbetriebnahme, Zuwachs in den letzten 3 Jahren. So redet kein normaler Mensch. Inbetriebnahme, Zuwachs oder sowas. Aber man schreibt so, mal Bullet Point. So, und dann ist das ja mein Stichwortzettel und jetzt muss ich mich da irgendwie, jetzt komme ich auf diese akademische Sprechweise und mein natürlicher Sprechfluss geht verloren. So, also, und beim Flipchart ist folgendes. Ich bewege mich, weil das ist Bewegung. Ja, und es entsteht was. Es ist der Akt des Erschaffens, in dem die Wirkung liegt und nicht das fertige Ergebnis. Das würde auch für ein Flipchart gelten. Also wenn ich das vormache, ich habe also ein vorgezeichnetes Flipchartblatt und tue das einfach so, schauen Sie mal, hier habe ich ja unsere Umsatzentwicklung in den letzten 3 Jahren vorgezeichnet. Ich zack, tue das Blatt einblenden. Das ist nicht gut. Also es ist okay. Aber wesentlich besser, wenn ich diese Umsatzentwicklung, wenn ich die per Balken selber dahin zeichne, dann habe ich eine Riesenpräsenz im Publikum, es ist Spannung da, ich bewege mich und das schlägt PowerPoint ums 3- bis 5-fache.
So, also die zweite Alternative ist Flipchart. Es gibt noch eine dritte. Ja. Die ist die stärkste. Und die will ich mal zeigen. Jetzt stellen Sie sich vor, ich wäre auf der Bühne. Ist natürlich schlecht, weil ich sitze jetzt. Also klar, wir präsentieren stehend. Ja? Also wer da sitzt, der macht das falsch. Jetzt müsste ich mal hinstellen. Jetzt kommen mal die armen Podcast-Leute. Ihr müsst zuschauen. Weil präsentieren, jetzt stehe ich auf. Man hört mich wahrscheinlich schlechter. Sie müssen mir Feedback geben, oder? Ich gehe immer weiter weg. Man versteht Sie. Passt. Ja? Ja. Okay. So, also man muss sich jetzt natürlich vorstellen, ich stünde auf der Bühne, ja, und habe hier 50 Leute vor mir. Und dann sage ich Folgendes. Liebe Zuschauer, 3,5 Jahre Entwicklung haben wir gebraucht. Unsere Ingenieure sind mehrfach gescheitert, aber sie haben es hinbekommen. Und jetzt sage ich Ihnen, was das ist. Unsere neue iPhone-App. Also bis dahin wollte ich machen, der Trick ist, ich nehme ein Objekt in die Hand. Ein Anschauungsobjekt. Und das hat magische Wirkung. Die Leute schauen wie gebannt auf dieses Ding. Also da ist ein Foto, kann das niemals schlagen. So, bop, und man zeigt eben was und hat, ich mache das dann noch auch mit zum Beispiel mit Orange. Ich habe also einen Coaching-Kunden gehabt, den habe ich wir haben eine Orange, eine Zahl von 500 Leuten zum Schweigen gebracht und zum faszinierenden Knistern, weil die eine Orange nach oben gehalten haben. Das ist Wahnsinn, was das ist. Wenn man es richtig macht, auch da kann man viel falsch machen. Haben wir Zeit, drauf einzugehen? Wenn ich ein Objekt habe? Okay, ich hab Zeit, also das ist so. Haben Zeit. Wenn Sie auch Zeit haben, dann ist es los. Es ist so, also wenn man ein Objekt mit auf die Bühne nimmt, das ist noch nicht das ganze Konzert. Also nur, ja, ich habe ein Objekt, ich zeige das, das wird schon irgendwie gut sein. Nee, da gibt es so Feintuning, da muss man ein paar Dinge beachten. Also erstmal, wie ich es jetzt hier auch demonstriert habe, das Objekt war nicht sichtbar, um Himmels Willen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn die Orange das Objekt wäre und die Orange liegt sichtbar am Tisch und dann greife ich danach, das ist peinlich. Also es muss eine Spannung sein, das heißt, ich habe irgendwie so eine Art Sichtschutz und dahinter ist die Orange, also dass das Publikum das nicht sieht. So, das ist das Erste. Und dann kommt es drauf an, wenn ich das Objekt ins Publikum halte, ich muss es schweigend tun. Komm mal wieder auf Pausen. Also ich kann plappern, während ich das so, hier haben wir das neue iPhone, wir haben eine neue Entwicklung gemacht, und während ich rede, schiebe ich es nach oben. Das ist okay, aber das ist nicht Profi. Der Profi sagt, hier und hier haben wir es. Zack. Und jetzt ist es da. Spüren Sie die Spannung, die ich damit erzeuge, indem ich einfach das Teil nehme, und jetzt kommt's. Ich schaue ins Publikum. Der Amateur schaut auf das Objekt und schaut dann so halb ängstlich ins Publikum, wenn er es oben hat. Aber ich nehme es, natürlich muss ich kurz hinschauen, das geht nicht, also um es zu greifen. So, und dann halte ich es hoch. Ich schweige dabei. Dann ist die Werthaltigkeit des Objekts, die geht direkt proportional zur Langsamkeit, mit der ich das nach oben mache. Und da kämpfe ich bei all meinen Teilnehmern. Die sind viel zu schnell. Die denken, kommt, das Objekt ist wichtig und das muss ich sagen. Ne? Also, wir müssen hier unsere alten Zöpfe abschneiden. Ja, zack. Das geht dann so ruckzuck hoch und hat eine Schere. Das ist ja auch peinlich als Objekt, würde ich mal sagen. Okay, aber so ehrlich. Wir müssen die alten Zöpfe abschneiden. Aber, okay. Machen wir mal was anderes. Also, und jetzt? Was euch alle hilft, wenn ihr weiterkommen wollt im Präsentieren, es ist das hier. Mein neues Buch. Präsentiert es jetzt. Das ist werthaltig. Ne? Ich mache Pause, schweige und tue es langsam nach oben. Und nicht, ja, hier übrigens mein neues Buch und da könnt ihr auch noch reinschauen. Das ist okay, aber hat nicht dieselbe Wirkung. So, also gewisse Langsamkeit und auch hier baue ich das Ganze sprachlich auf. So ähnlich wie der Prädeklaration, so mache ich das auch mit Objekten.
Das heißt also, bevor ich das Objekt ins Publikum halte, gehe ich das sprachlich aufbauen, um eine Spannung zu erzeugen auf das Objekt. Und dann wird das Objekt werthaltig wahrgenommen. Viele haben tolle Objekte, tolle Neuentwicklungen, aber es ist inflationär, weil sie eben viele Dinge nicht beachten. Also sie zeigen es entweder gar nicht, nur ein Foto. Naja, und all diese Elemente, die ich jetzt genannt habe. Ja. Super interessant. Zur Kernfrage unseres heutigen Themas Präsentation. Freisprechen, Flipchart nutzen und Requisiten oder Objekte eben, genau, die Sie dafür verwenden können, haben Sie jetzt gesagt. Und beim Flipchart ist mir noch was eingefallen. Nicht vorbereitete Flipcharts, wobei man ja eventuell auch eine Kombination machen könnte. Man könnte einen Teil vorbereiten, den man irgendwie vorzeichnen muss, oder? Und dann beispielsweise was einfügen oder so. Das ist gut, da sprechen Sie was Wichtiges an, weil teilweise kann dann, wenn ich so ein komplexes Bild aufmale, das dauert dann zu lang. Also ich brauche auch eine gewisse Dynamik, da darf nicht zu viel, so ein Hänger irgendwie rein sein. Jetzt könnte eigentlich mal fertig werden. Also da stimmt, da zeichne ich einen Teil vor und ergänze dann das Wichtigste danach. Jetzt habe ich trotzdem eine Nachfrage, denn es wird garantiert Zuschauer geben, die sagen, aber ich muss vom Unternehmen PowerPoint benutzen. Wir müssen doch irgendwie unsere Vision oder unsere Mission oder unser neues Logo, wir müssen das doch irgendwie präsentieren, das kann ich doch nicht zeichnen, da kann ich auch kein Objekt nutzen. Wenn also im schlimmsten Fall kein Weg an PowerPoint vorbeiführt, haben Sie dann bestimmte Regeln, die man unbedingt beachten muss, damit PowerPoint nicht zum Desaster wird? Also zunächst mal, ne, eine Anfangsbemerkung, weil das höre ich auch immer wieder im Seminar. Herr Pöhm, bei uns ist PowerPoint vorgeschrieben, da ist die Hintergrundfarbe vorgeschrieben, da ist die Überschriftengröße vorgeschrieben, wo das Logo ist und all und das. Das muss ich benutzen, wie mache ich das? Und dann sage ich regelmäßig, wissen Sie, was Sie, die Frage, die Sie mir stellen, das ist dieselbe Frage wie jemand, der sagt, passen Sie auf, ich will einen 100-Meter-Lauf mit der schnellsten Zeit gewinnen, die möglich ist. Sie sind ein Coach für Läufer. Ich habe allerdings eine Vorschrift, und zwar, ich habe hier holländische Holzschuhe, die muss ich benutzen. Wie macht man das? Das ist ungefähr dieselbe Frage, wie wenn ich PowerPoint benutzen muss, wie kann ich ein Rennen gewinnen. Gut, aber natürlich, ich sage der nicht nur übertrieben, also ich gehe unter dem, also die übertriebene Anwendung von PowerPoint, das wäre zu weich, das stimmt nicht. Ich sage, komm, reduziere von PowerPoint, wenn das jetzt 100 ist, auf 15. Okay? Aber wenn, und jetzt zu Ihrer Frage, also wenn ich dann PowerPoint habe, dann gibt es einige wichtige Dinge. Das erste ist, man knipst sich das Ding an. Das machen fast alle falsch. Die denken, mach mal an, das ist schon okay, das kommt dann irgendwie. Ja, jetzt ist es so, und zwar, man knipst PowerPoint an aufs Wort genau. Nicht eine halbe Sekunde davor oder zwei Sekunden später, meistens machen sie es gleich. Klick! An und dann wird kommentiert, was jeder schon gesehen hat. Sondern, also wenn ich zum Beispiel, jetzt sagen wir mal so, jetzt gehen wir ein paar allgemeine Regeln zu PowerPoint. Also, die gelten auch fürs Flipchart. Übrigens, dass ich brauche eine Schlichtheit auf dieser Folie. Genauso wie am Flipchart. Es gibt diese Flipchart-Blätter, ein paar meiner Kollegen, da komme ich manchmal, wenn ich im Hotel bin, so in Seitenräumen, da ist dann ein anderer Kollege und haben die Flipchart. Das ist vollgeknallt mit wer weiß was und 100 Pfeilen und hier ein Element und hier ein Element. Bitte sein lassen. Nein, je weniger da drauf ist, umso besser ist das. Also ein PowerPoint-Chart, der muss ganz simpel sein. Also ich sage, weiße Fläche und sonst nichts. Und dann das Objekt. Also ich brauche keine Überschrift. Auch keine Überschrift. Also wenn Sie sagen, ich komme jetzt zum Umsatzergebnis unseres XR3 im ersten Quartal 2020. Klick. Was lesen Sie? Genau das. Das brauche ich nicht. So, dann brauche ich keine Fußzeilen. Ich brauche keine Quellenangabe. Ich brauche keine Seitenzahlen. Ich brauche, jetzt kommt es, kein Logo. Gucken Sie Steve Jobs an, wenn der sein iPhone präsentiert hat. Da ist kein Logo vom Apple irgendwie auf dem Chart.
Das brauche ich nicht. Also wer jetzt nicht mitbekommen hat, dass er bei Apple gelandet ist, für den ist auch jetzt zu spät. So, also ich brauche kein Logo. So, und dann habe ich eine Folie und dort ist eine Botschaft oder ein Foto, sonst nichts. Da machen viele schon Fehler, die machen PowerPoint und dann haben wir unsere 5 Niederlassungen. Klick. Was sehe ich? 5 Fotos. Auf einem Tag. Auf einem Tag. Der Profi macht das anderes. Er macht das anders. Alles flächendeckend. Okay? Dann sagt er Folgendes. Und jetzt hier, das ist meine Fernbedienung. Hier ist unsere Niederlassung in Klick Köln. Hier ist Berlin. Klick. Hier ist Klick München. Hier ist Klick Düsseldorf. Hier ist Klick Zürich. Klick aus. Der letzte Klick war der wichtigste. Aus. Weil das ist das nächste Element, was die meisten PowerPoint-Leger nicht wissen und ich als Gründer der Anti-PowerPoint-Partei sehr wohl kenne. Es gibt eine Folie, die fast keiner kennt. Und zwar, es wird in Zukunft einer ihrer wichtigsten Folien sein, wenn sie besser werden wollen. Und das ist die sogenannte Schwarzfolie. Es gibt eine Folie, die nennt sich Schwarzfolie. Das ist keine Folie, wo schwarzes Licht eingeblendet wird, sondern das ist eine Funktionsfolie, die schaltet PowerPoint aus. Regel für Sie, schreiben Sie sich's auf, tätowieren Sie es auf dem Oberarm. Jede zweite Folie in Zukunft ist eine Schwarzfolie. Dann stehen Sie wieder im Mittelpunkt und nicht ein ständig ablenkendes Chart irgendwo im Hintergrund. Und diese ganzen Szenencharts, so mit Sonnenuntergang oder einer Rakete, die nach oben geht, das ist peinlich. Lassen Sie das sein. Das brauche ich nicht. Das wird nicht besser. Sondern, also Inhaltscharts kann man machen oder mal ein Foto, das auch wirklich also zum Objekt passt. Aber nicht diese Gutfeel-Charts, die ich da immer wieder sehe. Das ist auch nicht gut. Also, Schwarzfolie. Und jetzt stehen Sie wieder im Mittelpunkt. Das heißt, wenn die Schwarzfolie ist, also Sie zeigen ihr Chart und sobald Sie nicht mehr Bezug nehmen, aus, also dann drückt man auf Plus, weil die Schwarzfolie kommt, die macht ja das PowerPoint aus. Habe ich das überhaupt erwähnt? Weiß ich gar nicht. Die Schwarzfolie macht aus, ja, habe ich gesagt. Ja. Gut. Genau, und dann ist sie aus und dann laufen Sie wieder in das Zentrum, weil Sie stehen immer 2/3 vorne links und sind überhaupt nicht im Zentrum und im Zentrum überzeugen Sie am meisten. Ja, das mache ich seit mehreren Jahren inzwischen auch so. Es wirkt Wunder, wirklich, davor, wenn man die Folie zwischendrin ausmacht. Ich kann das definitiv bestätigen. Sehr, sehr wertvoller Tipp. Ich habe noch 2 Fragen an Sie. Wenn zwischendrin noch Fragen sind von den Zuschauern, gerne stellen. Ich schaue da. Toll, Schwarzfolie ist notiert, schreibt Silvia. Ja, also auch ein wertvoller Tipp für die Zuschauer. Jetzt ist ja so, auch da werden vielleicht manche sagen, naja, wenn ich keine Präsentation mache, dann brauchen die Teilnehmer jetzt wieder im Meetingraum, aber mindestens ein Handout, wo sie alles nachlesen können. Was meinen Sie dazu? Handout, soll man das ausgeben? Nein, eindeutig nein. Also wer in mein Seminar kommt, der kriegt keine Unterlagen. Die kriegt er am Ende, des zweiten Tages, kriegt er die Unterlagen. Das Mitschreiben, selbst wenn Sie es jetzt nie mehr anschauen in der Zukunft, ist ein Akt des Einprägens. Alles, was Sie sich mal notiert haben, das ist bereits ein Akt des Behaltens, weil Sie müssen sich mehr konzentrieren, das wird wichtiger für Sie. Und ich meine, es gibt die Statistiken, 7% aller Seminarteilnehmer schauen sich nochmal nur danach die Unterlagen an. Der Rest sagt, das war gut, war teuer genug, das muss helfen. Und schauen sich es nie mehr an. Also insofern die Behaltensquote und die Umsetzung ist auch höher, wenn man mitschreibt. Aber ich verteile trotzdem die Unterlagen aber später und so sollten Sie es auch machen. Sonst lesen die mit und dann ist es wieder betreutes Lesen. Ja. 7% nur. Aber okay, die Zahl kann die Sonne nicht. Letzte Frage. Das Ende einer Präsentation. Wie sollte das aussehen? Gibt es da irgendwelche besonderen Regeln, irgendeinen besonderen Tipp, wie ich meine Präsentation zukünftig beenden oder abschließen sollte? Ja, also da gibt es
ein paar Methoden, also die beste hat sich für mich rauskristallisiert am Schluss. Das ist ein Element, das überhaupt bei Rhetorik und Präsentation wunderbar funktioniert, was viele sich nicht trauen. Und zwar ein ganz starkes Element vom Zuhören und wo Leute wirklich begeistert und interessiert sind, ist, sobald man Lebensregeln gibt oder Businessregeln. Und die mache ich meistens zum Schluss. Und dann leite ich das so ein. Und jetzt gebe ich Ihnen noch einen Tipp zum Schluss. Wenn Sie jemals im Leben zu einer Entscheidungskreuzung kommen und Sie wissen nicht, soll ich den rechten Weg oder den linken Weg gehen, gehen Sie immer den Weg, vor dem Sie am meisten Angst haben. Ich danke Ihnen. Okay. Also es darf natürlich keine Banalität sein. Ja? So, ja. Und jetzt gebe ich Ihnen noch einen Tipp. Das Auge ist mit. Also irgendwie, ja, so, das höre ich auch immer wieder. Das musst du aufschreiben, das ist wichtig für Sie. Eigene Lebensregeln. Das ist auch einer der rhetorischen Irrtümer. Da draußen steht, geben Sie Zitate oder fangen Sie mit dem Zitat an. Mach so. Also Sokrates, habe ich gerade gesagt, ist nicht gut. Ihre eigene Lebensregel, die ist gut, was Sie gelernt haben vom Leben. Das teilen Sie mit den Leuten mit. Ich will Ihnen mal einen Tipp geben. Bei der Mitarbeiterauswahl. Wenn Sie zwei Mitarbeiter haben, Sie wissen nicht, wen Sie nehmen sollen. Da gibt es eine Vorgehensweise. Schaut mal, wie Sie zuhören. Meinen Sie das? Also ich gebe jetzt keine Regel dazu, aber nur was Regeln für, also Hilfestellungen oder Lebensregeln, Businessregeln, was das für eine Zuhörquote hat. Und das kann man sehr, sehr gut am Ende setzen. Ja, fantastisch. Ja, okay. Ich habe noch zwei Fragen, die sollten relativ schnell beantwortet sein, weil wir sind auch schon über der Zeit. Andreas fragt, gibt es zum Buch ein Upgrade, neue Tipps und so weiter? Wahrscheinlich meint er das Buch, das Sie vorher hochgehalten haben, Titel? Nee, das gibt es nicht. Es gibt ein zweites Buch, das ist älter, was die Leute sehr schätzen. Also es überlappt sich wohl zu 30%, aber der restliche 70% ist neu. Also ist anders als dieses Buch. Und zwar, das ist heißt Vergessen Sie alles über Rhetorik. Das ist ein Taschenbuch, kostet nicht viel. Und da steht noch sehr viel drin. Und für die, die wirklich weiterkommen wollen, weil ich habe jetzt in Corona-Zeit neu das Rhetorikseminar gibt online. Das kann man, es sind 48 Videos. Also es ist wesentlich mehr, als ich in meinem normalen Seminar rüberbringe. 2,5-mal so viel Inhalt. Und vor allem, man kann es auch, also ohne Coaching buchen, man kann es auch mit Coaching buchen. Also das heißt, man lernt nicht nur online, sondern es gibt Fragestunden, also es gibt Coaching mit mir, 4x30 Minuten. So, und das kann man, ich glaube, Sie blenden es ja dann unten ein, es gibt dann einen Link dazu, Rhetorikkurs online und so. Ja. Das mache ich auch. Das empfehle ich sehr, wer da in die Praxis kommen will. Alles klar. Dann noch eine Frage von Jacek. Was sollte man machen, wenn die Technik nicht funktioniert? Kein Internet, kein Videoprojektor und so weiter. Also man offensichtlich was vorbereitet hat mit Technik, aber klappt da nicht. Dann steht man da. Ja, also wir haben es praktisch schon beantwortet, auf Flipchart gehen. Also Sie werden nicht anders, deswegen bereiten Sie das Zeug nochmal parallel, also für den Notfall wenigstens ein paar Eckpunkte mit Flipchart vor. Was passiert, wenn ich das nicht schaffe? Wenn Sie dann ganz mutig sind, sagen Sie, hey, brauche ich PowerPoint überhaupt? Mache ich es doch gleich auf Flipchart. Und Sie werden merken, es ist dreimal so gut. Ja, ja. Und beim Flipchart dann halt darauf achten, dass auch Stifte da sind, die schreiben. Ja, das ist genau, das ist mir bei Gedankentanken beim letzten passiert. Das gab es nicht. Ich hatte meine eigenen Stifte dabei. Ja. Und dann habe ich, ihr könnt es angucken, das ist das Gedankentanken-Video, das neueste übrigens, über Bewerbungsgespräch. Ja, und dann habe ich die 5 Buchstaben hingemalt mit einem satten, festen Schrift und so, alles war voll. Und dann habe ich die Buchstaben ergänzen wollen und plötzlich derselbe Stift war halb ausgetrocknet. Habe ich noch nie erlebt. Und da wurde auch ich nervös. Das müssen wir mal angucken, da oben. Ne? Das ist ein gutes Ding. Was macht man, wenn der Profi nervös wird? Und ich habe dann, und ich musste auf meinen Zettel schauen. Und der Zettel war hinter mir. Ne? Und da gucken Sie mal, wie ich da hinlaufe. Das, wissen Sie, warum ich das so ruhig geschafft habe? Weil ich es 100-fach vorher trainiert habe. Das ist wie Astronautentraining. Also ich habe auch ein Online-Programm übrigens für Redeangst. Wer damit zu kämpfen hat, ich hatte riesen Redeangst, Sie haben es ja erwähnt vorher. Und ich habe dort ein Programm, das kostet nur
kostet wenig, kostet noch nicht mal 80 Euro. So, und dort gebe ich diesen Tipp. Das ist wie Astronautentraining. Astronautentraining ist folgendes. 80% des Trainings, das die Astronauten von Apollo gemacht haben, ist, was machen wir oder wie verhalten wir uns, wenn es schief geht, wenn die Katastrophe passiert. Und das war, und deswegen ist Apollo 13 damals, wer den Film gesehen hat, wie da oben, der in 300.000 Kilometer Entfernung ist Sauerstoff explodiert. Der Sauerstofftank, die hatten nichts mehr zu, die wussten, in ein paar Stunden haben wir nichts mehr zu atmen. Ja. Und was haben die gesagt, wie es passiert ist? Houston, we got a problem. In der Tonalität, weil es hundertfach trainiert war. Und so muss man es auch vor der Redeangst machen. Also für die Katastrophenszenario reicht nicht, hier ist der Tipp, sondern Training, Training, Training. Und dann schafft man das. Aber wenn man es nicht trainiert hat und nur mal ein Buch gelesen oder mal im kurzen Video mal angeguckt, ja, da ist auch den Tipp, das ist schon gut. Nee, man muss es trainieren. Und deswegen konnte ich das dort gut handeln. Also frei nach dem Zitat, reden lernt man nur durch Reden. Üben, üben, üben ist der Schlüssel zum Erfolg. Und ich darf mich an der Stelle herzlich bedanken für die vielen, vielen Tipps. Ich glaube, mein Lieblingstipp war die Vorbotschaft. Die Vorbotschaft, bevor man eine wichtige Zahl zum Beispiel präsentiert. Da waren aber so viele Dinge dabei, dass es wirklich schwerfällt, da eins rauszugreifen. Wer also jetzt zum Schluss erst eingeschalten hat, der möge doch gerne nochmal das ganze Interview anschauen. Es lohnt sich wirklich. Und wie immer bei meinen Live-Interviews, ist die letzte Frage. Es sind eigentlich zwei. Erstens, was muss man noch über Sie wissen? Wo findet man Sie? Wo findet man Kurse? Und zweitens, was möchten Sie den Zuhörern, den Zuschauern gerne mitgeben? Ja, erstmal, meine Website heißt poehm.com, P-O-E-H-M. Da findet man die Kurse. Und dann jetzt natürlich in Corona-Zeit, obwohl wir haben jetzt wieder ein paar terminiert, aber das Online-Video ist wahrscheinlich jetzt das beste Gebot, habe ich ja schon erwähnt. Genau. Da verlinken Sie ja. Und so ein Tipp zum Schluss ist der, wissen Sie, ich hatte Riesenprobleme, vor Menschen zu reden. Und ich habe das wegbekommen. Und ich habe einen zweiten Bereich gehabt, der, wo ich auch Angst hatte. Das sind soziale Ängste. Also vor Publikum zu stehen, es ist die Angst vor dem der Beurteilung, der negativen Beurteilung, vor der Blamage, der Scham, die eventuell entstehen konnte. Und das war das zweite Thema. Ich bin Flirt-Trainer. Yes, und zwar für Männer. Und das ist eine Urangst aller Menschen, auf einen Menschen des anderen Geschlechts zuzugehen mit romantischem Interesse. Und das offen. Kaum einer traut sich das. Und dasselbe, was für die Rhetorik oder das Präsentieren gilt, habe ich auch für dieses Flirten. Wenn ihr Angst habt vor irgendetwas, der Weg, um das wegzubekommen, ist, geh durch die Angst. Tun Sie ständig das, wovor Sie Angst haben. Sie können nicht verhindern, dass die Angst immer kleiner wird. Ich habe es für zwei Bereiche geschafft. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich und freue mich für alle, die jetzt zugeschaut haben, gerne, auch wenn ich euch wieder beim nächsten Mal sehe. Termine findet ihr auf Social Media. Bis dahin. Ciao. Wiedersehen. Macht's gut. Tschüss.